Die Amygdala. Die Amygdala. Ja. Die Amygdala. Die Amygdala. Alles dafür ist die Amygdala zuständig. Also für Furcht und Wut und Lust und alles, was mit unseren Emotionen zusammenhängt. So ein winzig kleines Mandelkern, großes Teil da mitten im Hirn. Ich kann Ihnen das jetzt nicht zeigen. Also bei mir genauso wie bei Ihnen. Das ist also tief verankert. Wenn man das jetzt aufbohren würde, könnte man gucken, wie ist denn die Amygdala bei dem Lash? Sicherlich auch irgendwie da. Also sonst wäre ich ja völlig anders, blöd, doof. Möglicherweise überfürchtend, überwütig, überängstlich. Alles das reguliert die Amygdala, aber sie macht eben auch Lust auf, können wir noch mal was probieren. Und was ich besonders bemerkenswert finde, das habe ich jetzt hier extra mitgebracht, weil das hört sich so gut an. Wenn du Angst hast, hast du sofort Angst. Obwohl, woher willst du es wissen, dass du Angst hast? Die Evolution denkt für dich. Das ist der Satz, der mit der Amygdala zu finden war. Und was ich noch, also das ist von dem Neurowissenschaftler Joseph Ledoux. Ja, der hat das gesagt. Und noch besser ist die Geschichte, der Mandelkern, also die Amygdala, wirkt wie ein emotionaler Verstärker. Also wenn man da so einen kleinen Apparat da in dem Hirn, mitten im Hirn hat, also richtig tief drin, die macht, was wir dann wollen, sollen, fürchten. Und worauf wir Bock haben. Unglaublich. Dass die Evolution das alles so vorgesehen hat, großartig.